Im heutigen Video geht es wieder mal um einen Action-Haul und ein kleines Gewinnspiel von mir. Ich war am Donnerstag das erste Mal nach Wochen wieder mal im Action und dann habe ich mir überlegt, ich mache einem von euch eine schöne Freude von meinen Abonnenten. Der darf dann dieses heiß begehrte Glas, Füller oder Pinselset mit einem kleinen Goldschnitt-Notebuch, ein Notebuch, ja, Notizbuch und mit diesen drei Farben gewinnen. Und eine Packung von diesen Aquamarkern, also da sind drei braune drin und drei graue. Ihr solltet einen Wohnsitz in Deutschland haben. 18 Jahre alt sein. Wie ihr mitmachen könnt, abonniert meinen Kanal und schreibt mir einen netten Kommentar darunter, für was ihr diese Sachen verwenden würdet. Und jetzt, weil ja das eigentlich ein Action-Haul ist, zeige ich euch das einmal. Ich habe das jetzt auf 2 Tage aufgeteilt. Den Block kennt ihr. Ich dachte, ich hätte damals 2 gekauft. Ich habe jetzt bloß nur einen gefunden. Also da habe ich festgestellt, dass ich die weißen Kartonagen echt viel gebraucht habe für die Hintergrundgestaltung. Also meine Kinder haben extrem viel gebastelt und da habe ich eben diese hergenommen. Die braunen muss ich erst noch mal ausprobieren, die schwarzen bin ich noch nicht so begeistert davon. 1,89. Diese Stanzen. Ich weiß gar nicht, ob das alles sind. Das sind jetzt, wie viel sind es? 6 Stück. Die haben es zu viel gehabt, das andere alles irgendwie nicht. Dann gab es auch die Stempel runtergesetzt, aber die hatte ich alle schon. Also ich habe jetzt überlegt, von der Größe her, dass man praktisch das ausstanzt, also gut ist das, die nach 5 müsste auch gehen, genau, das ausstanzt, das in der Mitte faltet und dann hat man so eine Faltkarte. Also 3 Stück drin, die kosten 1,36, genau. Also ich habe jetzt diese gängigen alle da, was ich gefunden habe. Das können wir auch vorstellen, da hat wieder einer irgendwie eingeritzt und dann aufpasst. So, also es sind auf jeden Fall solche da. Dann so ein mit Rahmen, am besten gefallen mir die Häuschen da, wenn jemand neu eingezogen ist, so als Haus gestalten, müsste genau auf eine A6-Karte ausgehen, genau. Diese 6 habe ich gekauft, diese Stencils gekauft, die 5-mal, und die kosten halt dann 72 Cent nur. Da habe ich jetzt die mit den Herzchen, man sieht, da sind 5 verschiedene drin, mit Schmetterling, Love, die Herzchen. Dann habe ich dann nochmal, das sind auch Herzchen, das sind andere Motive. Ist noch drin. Die anderen haben mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich habe festgestellt, die kann man schon noch gut gebrauchen. Dann habe ich einmal diese Metallic Wassercolors nochmal gekauft. Habe ich mir diese Kalligrafie-Stifte mitgenommen. Die kosten 99 Cent 3 so Stück. Dann habe ich mir solche nochmal so einen Rahmen gekauft. Entweder 99 Cent oder 1,99. Ich glaube eher, das sind die für 99 Cent. Also da hat es wieder neue Auswahl gegeben. Auffällig ist, dass die diesmal einen blauen Hintergrund haben. Einen blauen. Und die anderen waren, glaube ich, lila oder rot. Ich weiß nicht, ob das... Entweder sie packen das nur als Pack zusammen und kriegen nicht alle auf einmal. Ich habe mir jetzt die schöneren rausgesucht. Das ist sowas wie ein Hirsch. Das, soweit, ist wahrscheinlich so ein Löwenzahn. Ein Vögelchen. Dann eine Feder. Dann wieder für Baby. Kartengestaltung und so eine Rose. Die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Da waren so Ornamente, das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Also die kosten 99 Cent. Dann habe ich mir noch für meine Jungs 2 Wasserpistolen für 99 Cent und einmal Seifenblasen 2x 250 Liter für 97 Cent gekauft. Euch jetzt nicht mehr zeigen. Und ich habe noch eine Zahnpasta von Colgate Junior. Die habe ich jetzt leider auch nicht mehr in meinem Backel drin für 89 Cent pro Ding. So, dann habe ich mir natürlich noch ein paar solche Doppelcards geholt. Das waren, glaube ich, die letzten 2, was gehabt haben. Waren gerade beim Auffüllen. 64 Cent pro ein Stück, das kennt ihr ja. Diese Embossing-Folder geholt. Die wir das mal nicht mitgenommen haben. Für 49 Cent kann man nichts sagen pro Stück. Und das ist der, der 1,99 kostet, weil den habe ich noch nicht gehabt. Und ich habe festgestellt, mit den großen kann ich nicht so viel anfangen, weil so große Karten mache ich jetzt nicht so viel. Dann habe ich mir was Neues geholt, das war sogar im Angebot. Das sind diese Blocks gewesen, das habe ich gerade vorhin gesehen.
Genau, Design Bastelblock nennt sich das, 1,49. Das ist ein Valium-Papier. Ich habe es bloß in die Blöcke mit dabei gehabt und das waren diesmal extra so mit Schriften. Also jetzt blättern wir mal durch. Da sind halt natürlich Good Vibes, also das ist normal gedruckt, dann mit Folie. Das haben circa zweimal drin. Take me to the Bahamas, take me to Paris. Paris, wieder für den Urlaub. Dann habe ich den dann nochmal. Würde ich sagen, es gibt fünf verschiedene und vier habe ich nur bekommen. Genau, fünf verschiedene. Hier, da genauso. Da ist zum Beispiel, der fällt mir jetzt gleich auf. Don't worry, be happy. Das ist irgendwie witzig. Dann something's good. Was haben wir denn noch? Get what you want. Dann haben wir hier, life is better, stay strong, bleib stark. Ich blätter jetzt nicht alle durch. Also, das ist der Block A5, 14,8 mal 21 cm. Genau, da habe ich jetzt zwei mit Sprüchen und zwei mit Muster. Also, jetzt ja. Die eine Seite ist mit Goldfolie, die andere ohne. Und von jedem gibt es mindestens zwei Blätter. Und den haben wir da. Den habe ich zufällig entdeckt. Das waren jetzt mit den Vögeln. Und das hat zum Beispiel hier so Rosen und Vögel, die kann man brauchen. Da kann man die eine Seite, also wenn man es auseinanderschneidet, hat man für jede Seite A6, passt genau. Also die haben es jetzt diesmal so aufgeteilt, eine Seite mit Folie, eine Seite ohne. Also die Pünktchen, die gefallen mir schon mal super. Wölkchen kann man brauchen. Ui. Habe ich mir gar nicht so genau angeschaut. Ich habe es jetzt einfach bloß die genommen, weil so viele waren gar nicht mehr da. Aber mal schauen. Also erstmal schauen, wie man das befestigt. Und dann habe ich heute nochmal einen Einkauf gestartet. Also, da zeige ich euch jetzt nochmal die Wasserpistolen. Kosten 99 Cent. Also, die gibt es jetzt in grün-schwarz und in grau-orange, soweit ich. Also, für 99 Cent kann man gar nicht meckern. Und wenn es kaputt sind, kann man so als Spielzeug noch Pistolen hernehmen. Dann habe ich für meine Mutter so ein, na, Tapetenkleister zweimal mitgenommen. Und weil sie jetzt so ein paar Kugeln hat, die sie marmorieren will, und da braucht man Tapetenkleister. Und weil ich schon im Action war, haben wir gedacht, bevor du jetzt wieder im Baumarkt und dich lang anstellst, für zwei Packungen Kleister nehme ich es halt gleich dort mit. Ist günstig. Für 2 Euro hat es gegeben. Dann habe ich natürlich Haufen dieser Umschläge mitgenommen. Haben es gerade aufgefüllt. Also habe ich einmal solche. Ah, jeweils wieder für 64, 62 Cent. Die Backe kann man gut gebrauchen. Für meine Distressoxide, soll man jetzt Schwämmchen dazu sagen, die auf diesen, na, wie heißt das jetzt wieder? Diese Blending Tools, genau, die Blending Schwämme. Die will ich an die Distressoxide unten festmachen. Im anderen Shop habe ich welche bestellt, die waren aber mini, mini, mini. Die haben 2 cm Durchmesser. Für, ich glaube, 72 Cent. Das sind 40 solche Dinger. Also, da kann man nichts falsch machen. Dann habe ich auch diese neuen Stanzen gefunden. Die neuen. Also, ich glaube, ich habe nicht alle mitgenommen, oder? Es waren ein Haufen eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob sie 13 haben oder 15 verschiedene. Aber die kosten jetzt 10 mal 10. 2,39. Also ich habe 10 Stück mitgenommen. Ich glaube, das sind mehr. Also das Monstera-Blatt habe ich mitgenommen. Dann diese Feen. Fairy Tail. Also auf die habe ich wirklich gespickt, dass die da ist. Also im Video schaut es immer größer aus, ist aber nicht so groß. Ja, ist ja logisch, das sind ja bloß DIN A6 Karten. Ne? Muss ja drauf passen. Weil diese Margariten und mit dem Flower, auf die habe ich gewartet. Hier ging es mir eigentlich um den Schriftzug Mond. Weil man könnte auch vielleicht schauen, dass man das irgendwie anders ausschneidet, dann, dass man das dann da wegschneidet und dann als Mond noch hernehmen kann. Diese da, so als Hintergrund, als Netz. Bin zwar jetzt kein Pferdeliebhaber, aber ich habe jemanden, der mag halt Pferde gern. Und da passt es super, wenn ich das alles auf die Karte drauf mache, mit Horst. Dann habe ich eins mit der Meerjungfrau, ein Anker und ein Fisch. Der Fisch schaut ja putzig aus. Ich habe mir das den V mitgenommen. Beautiful steht drauf. Den Vogel an sich wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, aber wegen diese Schriftzüge. Hello, Smile und Sunshine. Weil diese Hello und Smile gehen mir sowieso schon ab. Auf die habe ich schon gespicht.
Und hier habe ich dann noch was mit Rosen. Ist das eine Rose? Na, ich glaube, das ist eine Lilie und das ist eine Rose. Die haben gekostet 2,39. Habe ich für 10 schon 23,90 ausgegeben. Eigentlich wollte ich nicht mehr so viel ausgeben den Monat. So, habe ich diese Stanzen gesehen. Die hat's. Ich glaube, das sind so alte. Happy. Und da hinten ist drauf. Da ist nochmal so ein Monstera-Blatt, eine Ananas, eine Palme und Choose Happy. Die habe ich vorher noch nie gesehen und waren plötzlich mittendrin. Ich denke mal, das sind so Restbestände, die ist dann raus in Schneideform. Ich glaube, die haben sogar 3,29 gekostet. Genau, und das ist praktisch wahrscheinlich die alte und das ist die neue. Mal schauen. Wobei hier der Artikelnummer gleich ist. Und da habe ich deswegen den Regenbogen mitgenommen. Dann brauche ich es nicht immer einzeln ausschneiden. Und dann habe ich auch noch ein paar neue Stempel gefunden. Es sind, glaube ich, 6 Stück neue Stempel. 72 Cent. Das mit den Herzchen, Post, Schlüssel, Brief, die Laterne, ein Schlüssel, Parfüm, Liebestrank wahrscheinlich und Diamanten. Dann hier Cocktails. Finde ich auch super, dass dann hier die Kirschen und die Himbeeren und die Erdbeeren dabei ist. Kann man auch für was anderes hernehmen, muss jetzt nicht mit denen. Und auf das habe ich gewartet. Also das sind hier so wie Spinnenfäden von Lianen für den Hintergrund. Ob ich jetzt die brauche, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es einmal mitgenommen. Ich wusste gar nicht, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht. Ich habe es jetzt einmal mitgenommen. Die Zahlen, man kann es, ja, für Geburtstag kann man es brauchen. Das ist jetzt nicht so mein Fall eigentlich, aber ich habe es jetzt wegen die Muscheln mitgenommen und wegen der Flaschenpost. Und hier die Sprüche. Ich bin eigentlich auf der Suche nach deutschen Sprüchen, weil es gibt halt viele, die wollen halt das Deutsch lesen und nicht Englisch, wenn man schon in Deutschland wohnt oder deutschsprachigen Raum wohnen, besser gesagt. Aber die meisten zum Beispiel, I'm a dreamer, ich bin ein Träumer, do not give up, just go, follow your dreams, home sweet home, werden die meisten wissen, das da, stop dreaming, start doing. Also, 6 Stück. Ich glaube, das waren auch 6 Stück. Da ist jetzt zum Beispiel nichts mehr dran, wo man erkennen könnte. Also, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Überblick gezeigt, was es neu im Action gibt im Bastelbereich, also im Stempel- und Stanzenbereich und Papierbereich, weil das Häkeln, Stricken und so, das ist jetzt nicht so mein Fall. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr mich abonnieren darf, meinen Kanal, nicht mich, sondern den Kanal abonniert und denkt an das Gewinnspiel. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Petra.